Willkommen zurück zu einer neuen Folge von DSA Blackguards und ja, wir sind ja noch auf dem Weg nach Migram, beziehungsweise sollten da mal hin. Wir sind in der letzten Folge noch angegriffen worden. Und jetzt schauen wir uns doch hier mal um. Hier haben wir unsere Forscherin, mit der wir reden sollen. Einen Händler haben wir auch da. Was darf sein, Senior? Können wir denn irgendwas verkaufen? Wir haben eine leichte Armbrust. Der hätte noch ein paar Heiltränke und so. Die gehen ja, soweit ich weiß, gehen die ja, glaube ich, auf Stärke. Soll ich die noch aufheben oder nicht? Ach komm. Weg. Die Bolzen verkaufe ich auch gerade, aber da sind wir fast schon wieder unter der Traglast. Mit dem Gürtel schaue ich mal gerade nach. Haben denn von uns jetzt alle Gürtel an? Ja. Ach Quatsch, das waren die Waffensets. Moment. Naurim hat einen Gürtel, Zurbaran hat einen Gürtel. Wir könnten den aber mal austauschen. So. Und pflanzen da dann mal noch einen Heiltrank rein. So. Das wäre dann das. Den anderen Gürtel verkaufen wir. Gibt immerhin noch einen Dukate. Ja, und dann sind wir fast schon wieder. Ah, genau, wir gehen mal zur Heilerin. Braucht Sonnenlicht und der Südländer mehr Bewegung. Was kann ich sonst für euch tun? Sonnenlicht? Einmal heilen, wir bitte. Wir brauchen einen Heiler. Sieht ganz so aus. So, dann nur Zurbaran. Ach komm, die anderen machen wir auch noch gerade. Die Götter mit euch. Dann ist der jetzt nämlich auch seine Wunden los. Gut, und wir reden mal mit der Forscherin. Raya zum Gruß, schöne Dame. Bemüht euch nicht. Mit Männern bin ich fertig. Vorerst. Halbelfe? Was ist mit ihr? Sie wirkt, als wäre ihr Lebensfunke eingefroren. Sie heißt Salva. Niemand weiß, was mit ihr geschehen ist. Sie verschwand eines Tages. Einige sagen, sie sei nachts einem Mann in schwarzer Robe gefolgt. Aber die Leute sehen viel in der Dunkelheit. Eines Morgens fand man sie hier am Brunnen sitzen. Dieses sonderbare Loch in der Stirn. Seitdem hat sie kein Wort gesprochen. Sie isst, wenn man ihr befiehlt zu essen. Und schläft, wenn man sie schlafen schickt. Doch es scheint, als hätte sie jeglichen eigenen Willen verloren. Mhm. Ja, was für eine Heilung können wir anbieten? Gibt es Hoffnung für sie? Solange die Götter in Alveran wachen, gibt es immer Hoffnung. Aber noch haben wir keine Heilung gefunden. Das Mädchen hat noch eine Schwester. Niam, glaube ich. Aber ich habe sie hier lange nicht gesehen. Frag den Heiler Jolden, wenn ihr helfen wollt. Er kennt Niam besser als ich. Gut, Krankheit? Niemand weiß etwas über diese Krankheit? Nur so viel. Die Halbelfe ist nicht das einzige Opfer. Im Hersinde-Tempel von Mengbilla werden weitere Fälle untersucht. Alle mit denselben Anzeichen. Mengbilla? Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den Opfern? Interessante Frage. Sie sind alle in gutem Alter, zwischen 15 und 30 Jahren. Und sie sollen alle gute Menschen gewesen sein, bevor der Fluch sie ereilte. Gute Menschen? Gute Menschen? Hatten ein gutes Herz. Alle sehr beliebt. Treue Diener ihrer Götter. Es scheint, dass dieser Fluch stets die Besten trifft. Und was verschlägt euch nach Migram? Hesinde sei Dank. Ich bin Telemache.
Forscherin aus Mengbilla. Was macht ihr dann in diesem Sumpfloch? Forschen. Ich untersuche einen alten Hesinde-Schrein im Dendrimwald. Was ist an dem Schrein so besonders? Sagt euch der Eulig-Bund etwas? Diese amüsante Frauensekte? Die Euliken waren nicht nur Frauen, aber sie haben die männlichen Götter aus ihrem Pantheon verbannt. Warum? Weil sie in ihnen die Ursache für das Chaos sahen. Ein visionärer Gedanke, wenn ihr mich fragt. Können wir euch bei euren Forschungen unterstützen? Ihr wollt mir helfen, das Rätsel der Euliken zu lösen? Unbedingt. Ich würde euch reich belohnen. Der Eulig-Bund hat hier im Süden für jede der 6 Göttinnen einen Schrein errichtet. Findet alle 6 Schreine. Sobald ihr sie gefunden habt, kommt zu mir nach Benivilla. Alles klar, wir suchen noch einen Lehrer. Wir möchten etwas lernen. Ah, können wir da machen. Ja, komm, dann werde ich hier mal noch einen Hiebwaffen investieren. Damit wäre Olgard fertig. Naurim hat wieder relativ viel, aber ich glaube, da wollte ich auf irgendwas sparen. Ich glaube, da wollte ich auf Konstitution sparen. Und Zurbaran, kannst du vielleicht einen neuen Zauber erlernen? Hier, Ignisfero Feuerball, Flammenstrahl, den können wir mal etwas hochsetzen. So. Ach, da unten war noch irgendwas. Corpo Fesso Gliederschmerz. Nö. Jetzt nicht unbedingt. Okay, dann reden wir doch mal hier mit dem Heiler Jolden. Ja? Was hast du denn zu Niam zu sagen? Wir suchen Niam. Niam? Was wollt ihr von der? Wir sind alte Freunde. Niam hat viele alte Freunde. Den wenigsten davon würde ich verraten, wo sie ist. Vor wem versteckt sie sich? Ihre Feinde suchen sie wegen angeblicher Wilderei. Ihre Freunde, weil sie ihnen Geld schuldet. Zu welcher Partei gehört ihr? Ja, wir brauchen eine Wildnisführerin. Wir brauchen jemanden, der uns zuverlässig durch die Wildnis führt. Und keine Fragen stellt. Seid ihr sicher, dass ihr Niam sucht? Meistens treibt sie sich irgendwo im Dendrim-Forst herum. Hoffentlich ist sie bei Sinnen. Sollte sich lieber wieder um ihre Schwester kümmern. Wem schuldet sie Geld? Dem Schmied, dem Büttel, jedem anderen in Mikram, 2 Zwergen in Drohlsasch und vermutlich noch mehr Leuten in Drohl. Wozu braucht eine Jägerin so viel Geld? Sie hat hohe Ansprüche. Okay. Das war, glaube ich, die Junkie-Elfe aus dem Cover von der CD, beziehungsweise von der DVD. Was glaubt ihr, ist mit diesem Mädchen geschehen? Salva. Ein Jammer. Das Juwel unseres Dorfes. Immer fröhlich. Ganz anders als ihre verdorbene Schwester. Wenn ihr mich fragt, es steckt schwarze Magie dahinter. Was schaut ihr mich an? Wir finden Niam also im Dendrim-Forst. Ja, aber gebt Acht. Es sollen sich einige Rotpelze dort herumtreiben. Und Schlimmeres. Okay. Die Götter mit euch. Dann schauen wir doch mal. Ich glaube, hier drin wäre dann soweit alles erledigt. An die Regeln wollte ich nicht. Ich wollte mal gerade abspeichern. So. Und Questlog, genau. Die Geschichte wird immer sonderlicher.
In Mikram haben wir eine Halbelfe gefunden, die an einer seltsamen Krankheit leidet. In ihrer Stirn klafft ein hässliches Loch. Ja, scheinbar ist sie halt da Mikram, Lysander unter den, beziehungsweise in die Fänge von Lysander geraten. Alles klar, dann würde ich den mal gerade schließen. Und wir reisen weiter in den Dendrimwald. Oh. Schrein, Lichtung, Lichtung. Goblinlager. Ja, dann fangen wir mal mit dem Schrein an. Und da haben wir schon die ersten Goblins. Du kannst mal gerade nach hier hingehen und ja, den mal angreifen. Hier, zack, Wuchtschlag drauf. Zurbaran. Macht hier mal unseren frisch aufgewerteten Flammenstrahl. Joa, 11, nicht schlecht. Wir kommen leider nicht ganz hin. Na gut, dann gehen wir mal hier rum. So. Und beenden die Runde. Sehr schön. Gut, die hätten wir schon mal. Ja, oder kommen mehr? Ja. Mistkerl indeed. Ich glaube, ich will den auch zuerst mal ausschalten. Kannst du hier noch einen Feuerball draufhauen? Gut. Da haben wir schon mal zwei getroffen mit. Und einer auch erledigt. Jawohl. Sehr gut. Ich drehe aber mal wieder die Kamera ein bisschen. So, jetzt sehen wir noch ein bisschen mehr. Okay, wir prügeln dann mal hier drauf. Ich habe vergessen, den Wuchtschlag auszuwählen. Ach, und der ist mal schön durchs Feuer gelaufen. Alles klar, hier, zack, Wuchtschlag. Mist, das war nix. Ich guck mal, ob ich hier wieder einen Feuerball platzieren kann. Nee, da treffe ich. Schade. Nein, dann machen wir lieber normalen Flammenstrahl. Husch. So, damit sollte der erledigt sein. Wir hauen hier noch drauf. Gut. Fehlt nur noch der Bogenschütze da oben. Kommt her! Und drauf. Sehr gut. Ein Hesindeschrei, die Göttin der Weisheit. Mit der sie bei euch viel zu knauserig war. Sie hat ein Wort auf ihrer Stirn. Wo? Auf ihrer Stirn! Nein, das Wort heißt wo. Kann denn hier niemand lesen? Wo? Was soll uns das sagen? Ich habe einen neuen Gegenstand erhalten. Und Kurzbogen, Jagdpfeile. Boah. Ne, ich glaube, ich nehme da nichts davon. Im Moment haben wir noch keinen Bogenkämpfer da. War kein Fernkämpfer. Dann weiter auf die Lichtung. Oder gehe ich erst auf die Lichtung? Ich glaube, ich gehe zu... Ach, wir müssen dann dahin. Okay. Mir gefallen eure Stiefel. Weil du keine hast. Das Gefühl nennt sich Neid. Okay. Im Kampflog kannst du den bisherigen Kampfverlauf im Detail nachlesen. Ja, genau. Dann sehen wir hier nochmal, was da so passiert. Gut geblockt. Okay, drehen wir wieder mal die Kamera ein bisschen. Wir haben auch hier nichts an interaktiven Objekten.
1, 2, 3, 4 Goblins. Gut, Wuchtschlag hier drauf. Mist. Kannst du hier einen Flammenstrahl? Auf den kann er einen Flammenstrahl. Gut, der hat auch einen Bogen. Das ist gar nicht mal schlecht. Sehr gut. Ja, der ist richtig mächtig geworden. Gut, dass wir den gelevelt haben. Wuchtschlag. Der hat gesessen. Der ist der angekratzte. Hau ich zuerst mal dem noch einen rein. Ja, du kannst hier mal mit dem... Naja. Meisterlich pariert. Gut. Dann bist du dran. Die anderen beiden kriegen wir jetzt auch noch platt, denke ich. Einmal. Und zweimal. Ah, doch noch nicht ganz. Hau ich mit dem halt noch einmal drauf. Oh je. Das scheint hier der Meister-Paraden-Goblin zu sein jetzt aber. Der hatte noch relativ viel. Jetzt nicht mehr. Ich dachte gerade schon. Gut, bisschen Geld. Eine Knochenkeule. Nehme ich mal mit. Vielleicht kann man den noch irgendwie verkaufen oder so. Gut, nächste Lichtung. Ein Zwerg. Wartet. Ich kenne einen Zwergenwitz. Warum behältst du ihn nicht für dich? Wir suchen Niam, die Jägerin. Ihr bekommt das Geld morgen. Gleich morgen früh. Einverstanden? Kommt. Der Boden ist ganz weich. Das scheint dann wohl Niam, die Junkie-Elfe zu sein. Wir müssen wissen, was mit deiner Schwester passiert ist. Wenn ihr aufhört zu suchen, werden eure Sorgen verschwinden. Genau wie bei mir. Geht es dir gut? Ja. Ich habe etwas herausgefunden. Ich kann die Welt ausschließen. Ich bin auf einer Reise. Aha. Sinnlos. Zu viel Elf im Blut. Wohl eher zu viel Trankrat. Ich hätte ihr allerdings zu Ilmenblatt geraten. Großartig. Wird sie wieder normal? Nicht vor morgen Abend, fürchte ich. Ein Trollschwammsud könnte die Wirkung verkürzen. Mit Glück finden wir ein paar von den Pilzen sogar hier im Wald. Gut, dann werden wir uns mal hier nach den Pilzen umschauen. Wir haben hier einmal ein Goblinlager und einmal den See. Ich gehe zuerst mal zum See. Pflücken wir die verfluchten Pilze. Ich habe diesen Wald satt. Oh, ein Waldschrat. Ach du Scheiße. Ausweichen. Einige Attacken, zum Beispiel Fernkampfangriff oder Angriffe von riesigen Gegnern, können nicht pariert werden. Deine Helden haben jedoch die Möglichkeit, ihnen auszuweichen. Jupp. Weiß gar nicht, ob wer von uns hier großartig Ausweichenfähigkeiten hat. Gucken wir mal, ob wir das in dem... Nachdem habe ich, glaube ich, noch gar keine anderen Waffen zugeteilt. Ich gucke gleich mal, wie das mit der Fackel aussieht. Naurim, ich glaube, du kannst ja nicht hier drauf schießen, oder? Nee. Ach so, stimmt. Moment, erstmal hier Runde beenden. Nein, leider noch nicht. Dann warte einfach mal. Gut, Naurim hat pariert, das ist schön.
Dann kannst du jetzt mal gerade draufhauen. Ich hoffe mal, es trifft. Ja. Hier auch nochmal. Wird dann jetzt wieder eine etwas längere Folge. Und Flammenstrahl. Ach, und der hat's versaut. So ein Mist. Na gut, dann mal auf ein neues. Hast du noch? Ja, du hast noch Astralpunkte. Sehr gut. Ja, Feuer ist gegen den ziemlich gut. Und jetzt geht er auf Naurim zu, auf Zurbaran. Das hat ihm wohl nicht so geschmeckt. Ich guck mal gerade, wenn ich da hingehe, kann ich da noch angreifen? Nein. Gut, das Ganze bitte nochmal. Ah, jetzt haben wir keine Astralpunkte mehr. Hast du einen Astraltrank? Yep. Na komm, so einmal den Trank bitte nehmen. Okay, wir haben erfolgreich abgelenkt. Einmal drauf. Zweimal drauf. Hat schon eine Wunde. Und wieder mal ein Feuer. Schade, diesmal nur 10, aber immerhin. Au. So, den müssen wir dann auch demnächst wieder heilen. Aber ich hoffe mal, wir kriegen den jetzt klein. Ja. Sehr schön. 61 Abenteuerpunkte. Und wir machen dann hier mal einen Schnitt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann schauen wir uns in der nächsten Folge nochmal hier im Goblin-Lager um. Oder gehe ich mich erst heilen? Ich glaube, ich heile mich zuerst. Naja, gut, schauen wir dann. Bis dahin. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ciao, ciao.